Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Realm Clash. Heute zeige ich euch in dieser Folge mal, was alles auf dem Server gebaut worden ist und wie der Fortschritt ist von den ganzen Bauten hier. Liebe Leute, bleibt dran, bis gleich. Jo, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, fangen wir doch mal an mit den ganzen Bauten, hier mit den ganzen Vorstellungen oder mal schauen, was überhaupt alles gebaut worden ist. Es werden immer wieder neue Leute auf die Map kommen und es sieht auf jeden Fall schon krass aus, wenn ihr euch das mal reinzieht hier. Das ist der Berg, da unten war mal der Spawn oder ist immer noch der Spawn. Der Berg ist überhaupt kein Berg mehr, richtig. Hier sind so viele neue Gebäude entstanden. Man kann hier überall hinschauen und sieht überall was Neues. Da hinten ist auch eine Burg, hier haben wir wieder zwei Brücken. Hier vorne ist auch nochmal so eine Ranch, so ein Bauernhofen. Ach, hier ist alles. Dann zu dieser Seite auch nochmal eine riesige Burg. Hier oben haben wir auch nochmal eine Burg. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach von links hier rüber bis nach rechts an. Und ich würde mal sagen, anfangen, das ist ein gutes Stichwort. Ich springe mal hier aus meinem Drachenmund raus und dann werden wir mal uns die Sachen anschauen. Zack, wow. So, dann erstmal die Oberfläche wieder. So. So, hier haben wir auch, das ist ja schon etwas länger hier, diese ganzen Bauten. Ich weiß nicht, wir zeigen alles mal von außen. Ich weiß nicht, ob ich da überall reingehen darf. Deswegen werde ich euch das grob alles von außen zeigen. Viele Leute sind auf der Map. Oh ja, okay. Einige. So, hier war doch mal diese große Insel. Die ist jetzt wohl nach oben gesetzt worden. Die hing mal hier. Da ist auch jemand. So. Aber wir gehen jetzt erstmal hier zu dieser riesigen Burganlage, so will ich es mal nennen. Hier mit dem ganzen Lava hier unten drunter. Da. Da ist schon sehr, sehr, sehr groß hier. Ganz schön detailliert gebaut eigentlich. Kann man machen. Man braucht auf jeden Fall definitiv sehr viele Steine hier. Was steht da? Ach, Fluss. Ich glaube, hier geht der Fluss auch noch weiter. Ja. Wer ist das denn? Den kenne ich überhaupt nicht. Habe ich noch nie gesehen. Das ist wahrscheinlich ein neuer Spieler hier auf der Map. Ich muss dir gleich mal ein paar Regeln erklären hier, damit er hier... Also die erste Regel ist auf jeden Fall, dass du mir deine Rüstung geben musst. Ja, ich sehe, wie du läufst. So. Ja, das ist bei den neuen Spielern immer so. Die wissen nicht, wie man läuft und überhaupt, wie man was macht. Deswegen, ich helfe immer gerne hier. Ja. Ja, Easy Gamer 3000. Ne, habe ich noch nie gehört, den Namen. Das war schon ein ganz neuer Spieler, denke ich mal. Ah, Maurice. Ja, da haben wir jemanden, den wir kennen. Aus den Man City Projekten sogar. Krass, dass jemand noch davon hier mitspielt. So, nach so langer Zeit, finde ich richtig cool. So, ja, komm, meine Fans, ich sag mal kurz, was ich mache hier, weil sonst hier, ihr wisst Bescheid, sonst, ne, ist schwierig hier mit meinen ganzen Fans hier. So, da, Aufnahme. So. Der alte Fuchs weiß auf jeden Fall Bescheid, also beziehungsweise der Hase. Natürlich kennt man auch Easy Gamer. Wer kennt die nicht? Maurice kennt man auch. Irgendwie sind wir alle drei, so gerade auf den Haufen, sehr alte Minecraft-YouTuber oder Spieler. Nee, ging nicht. Das neue Resource Pack, das wollte ich mir ein paar Mal runterladen. Aber irgendwie schmiert dann der Server oder meine Internetleitung, keine Ahnung. Finde ich ganz schön. Moment, jetzt werden wir auch noch aufgehalten hier in der Aufnahme. Hat der Easy Gamer hier, meine Güte. So. So. Damit wir mal hier zur Potte kommen hier. Ja, hier haben wir eine riesige Burg, wie gesagt. Ich muss mal selber schauen, wem das alles so gehört. Ich habe schon eine Vorahnung, aber ich hoffe mal, hier sind ein paar Schilder dran. Ach, guck mal, das Tor ist zugemauert, man kann auch gar nicht reingehen. Ich glaube, hier baut, jetzt kann ich mich nur blamieren. Wo ist sie, wo ist sie? Mrs. Nocturnal baut hier, glaube ich. Ah, wahrscheinlich blamiere ich mich. Auf jeden Fall ist das ein Riesenklotz hier. So, gehen wir nochmal hier weiter. Ich hoffe, Spieler, seid mir nicht böse, falls ich nicht alles hier finde auf dieser Map. Wurde jetzt ein Schild geschrieben hier? Nee, weil das einfach zu riesig ist. Ja, das Boot macht definitiv hier sehr viel Sinn. Wir laufen mal da oben lang. Und zwar ist hier der Spawn. Ja, was ist denn Easy Gamer? Ja, was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Was steht hier? Spawn. Ja, das ist hier der Spawn. Was haben wir hier?
Ja, bitte. Also wenn ich jetzt nicht mindestens zwei Überraschungseier kriege dafür, dass ich hier in der Aufnahme dir hinterherlaufe, dann weiß ich es auch nicht. Dann weiß ich echt nicht, was hier Sache ist. Okay, ich glaube, es wird uns was. Ach du Heilige! Oh mein Gott! Das ist eine Überraschung, Leute. Das ist aber jetzt definitiv eine fette Überraschung, ohne Scheiß. Da habe ich ja gar nichts von mitgekriegt. Was ist das denn? Wer hat das gebaut und wann wurde das gebaut? Okay, ich muss mal kurz reinschreiben in den Chat hier, weil das überrascht mich jetzt mal hart. Boah. Krass. Okay, ich würde, glaube ich, sogar sagen, ja, das könnte das größte Gebäude hier auf der Map sein. Ja, Leute, habt ihr Glück, dass wir gerade Easy Gamer getroffen haben. Hä, was ist denn das für ein fettes Ding, Mann? Ja, klar, ich komme noch nicht mal auf den Block hier. Jump and Run hier. Stand hier ein Schild gerade? Ich habe schon Halluzinationen. Hier ist ein riesiger Vorplatz und die steht einfach mal. Das wird so eine fette Kathedrale oder was. Leute, ihr müsst euch vorstellen, hier ist nichts mit World Edit oder irgendwie was. Das wird alles Block für Block gesetzt. Boah. Ich bin überrascht. Allein schon, wem gehört das alles hier? Boah, ist das geil. Schön. Allein schon die Dimension. Schaut euch mal an, wie klein ich bin und wie groß das ist. Hier taufen wir Minecraft-Babys. Ah, das ist aber cool. Okay. Heftig. Ich muss mir das mal kurz ein bisschen angucken. Allein wo bin ich? Hier war ich schon ewig nicht mehr auf dieser Seite dieser Map. Und dann steht hier einfach mal so ein riesiges Ding. Unnormal. Unnormal. Ja, gut. Dann wird es wahrscheinlich nur eine Folge geben, wo ich die anderen Bauten vorstelle, weil das ist, hatte ich nicht. Also, das war nicht geplant, so viel. Boah, ich gehe jetzt das mal rein, ey. Das ist ja mal krank. Ach du Scheiße. Guckt euch das mal an, wie krank ist denn das, bitte schön. Die Korridore hier. Was eine riesige Kirche. Boah, riesig. Laufen wir doch mal hier durch und schauen uns das ganze Teil doch mal hier an. Boah, wie weit das geht, einfach mal. Alter, ist das hier der Notre Dame oder was? Heftig. Ja, ich musste mal für kleine Screenfunds fertig machen mit AA machen. Nee, AA was nicht, das andere war's. Ja, ich bin wieder da. Entschuldigung. Oh nein, es ist auch noch wieder Nacht geworden. Aber das, wie gesagt, das flasht mich ja richtig krass. Ach, und man sieht auch hier noch den Berg von dieser Seite auch noch schön beleuchtet. Wow, voll mega groß hier. Guckt euch das mal an, wie weit das einfach hier noch reingeht. Wow. Boah, wahrscheinlich haben sie gesagt, bis dahin bauen sie, denke ich mal. Oder die schauen von da halt. Das ist ja mal riesig. Ach, ich hatte gerade gefragt hier nochmal, wer es gebaut hat hier. Lord Error und Easy Gamer bauen das. Ach, sie bauen das zu zweit. Boah, das ist ja mal gigantisch. Wow, was für Ausmaße. Also das finde ich auch richtig geil, wenn man hier so durchläuft und so nach oben guckt, diese ganzen Balken hier, also die ganzen ja, Balken, Säulen, genau. Wenn man das so sieht und da oben das Dach und boah. Leute, ihr müsst euch echt vorstellen, das wird alles hier von Block zu Block gebaut, ne? Also von Hand zu Hand. Boah, das ist aber auch ein Megaprojekt, ne? Da sieht man selten so ein riesiges Gebäude. So. Ich hoffe, Easy Gamer begleitet mich jetzt noch nach Hause, weil ich habe keine. Weil ich habe keine Waffen. Ich bin nur hier Golden Boy. So, folgen wir ihn mal. Boah, aber krass, auch der Vorplatz ist auch ganz schön geworden. Mit den dicken Bäumen und so. Es sieht schon heftig. Heftiges Ding. Wenn das mal fertig ist, sieht das übertrieben geil aus. Sehr detailliert. So, hauen wir mal ab hier, weil wir haben Nacht und ich habe keine Waffen dabei. Also. Easy Gamer ist gerade mein Bodyguard. Zack, zack, zack hier. Ja, nicht irgendwo reinfallen. Ja, sind wir ja sehr weit gekommen hier. Nach der Burg, also hier dieser Burg, haben wir nicht mehr viel gesehen. Nur noch, was heißt nur noch? Ich würde mal schon sagen, das größte Gebäude, diese Kirche gesehen. Also das hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, liebe Leute. So, ich wollte hier noch viel mehr zeigen, aber ich würde sagen. Das mache ich in einer anderen Folge. Das würde sonst den Rahmen sprengen. Hier nochmal den Spawn hier. Ja. Und da hier, die ganzen Treppenaufgänge, alles neu geworden hier. Das war ja alles hier bewaldet. Das ist ja eigentlich ein ganzer Berg hier nur. Ist schon krass, wie das sich alles hier so entwickelt. Finde ich auch gut. Der Server ist ja 24/7 offen. Man sieht das dann auch, die ganzen Fortschritte. So, was ist denn das da?
Sieht ja witzig aus hier. Ach, hier baut jemand. Ah, ich dachte, das wäre so ein Aufgang. Wow, richtig krass. Ja, liebe Leute, wir schauen nochmal. Wer ist das denn? Ah, ach, Maurice wieder. Hi. Hier auch nochmal diese ganzen Aufgänge bis nach oben. Und da sind so viele Gebäude noch. Wie gesagt, das schauen wir uns mal in einer anderen Folge an. Hier unten wird auch weiter ständig neu gebaut hier. Diese kleine Hütte und so. Ah ja, ist schon krass. Wenn man sich die Folgen anguckt, die älteren Folgen, da sieht man, wie kahl das noch ist. Und es wird immer mehr gebaut hier. Auch da hinten, da ist auch sehr viel entstanden, muss ich sagen. Krass. Ja, da unser Drache. Ja, liebe Leute, ich würde mal sagen, es wird dunkel. Ich renne jetzt schnell nach Hause. Bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.